Wash your mind. Take it by the hand. That you understand. Kuss, geh raus. Ich hoffe, euch geht's gut, Jungs. Das geht ab, Bros. By the way, wir suchen aktuell noch einen Cutter, beziehungsweise vielleicht auch zwei Cutter. Wenn ihr also Lust habt, Gameplay für mich zu editieren, Jungs, ich könnte mir an eurer Stelle nichts Geileres vorstellen. Und ihr denkt, ihr seid sehr, sehr zuverlässig im Gegensatz zu mir, lull, dann schreibt mir bitte eine E-Mail an cutter@papaplatte.de, alright? cutter@papaplatte.de. Mit eurer Bewerbung, mit irgendwelchem Stuff, den ihr schon geschnitten habt, alright? Ich habe zwar schon ein paar Leute in Aussicht, die vielleicht neue Cutter werden, aber ich meine, je mehr, desto besser. Also wenn ihr Bock habt, Freunde, cutter@papaplatte.de. Max wird gefeuert, Freunde. Ich wollte halt coole Leute einstellen und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht, ob Max cool ist und dann musste ich ihn leider feuern. Ist schon schade, aber ist halt so. Ich will in White People Happies bezahlt werden. Okay, Flash, geil. Guck mal, ich bezahle dir jetzt schon mal 3 White People Happies. Okay, nee, ich mach 4 draus. Und du bekommst noch oben drauf einen White People Blanket, alright? Das ist deine Bezahlung, Bro. Nein, nein, Max wird natürlich nicht gefeuert, Freunde, auch wenn ich das gerne machen würde. Max ist weiterhin Cutter, leider. Paper Hands in Chat, Freunde. Nur, wir wollen das quasi so machen, dass wir wollen weitaus mehr Content in die Welt shooten. Also im Grunde soll, wenn man jetzt Main Channel und Domo quasi zusammen betrachtet, soll jeden Tag ein Video kommen. Das ist der Plan, den wir haben, okay? Das ist die Vision, Freunde. Also, wir wollen gerade rausshooten auf Domo, alright? Einfach, weil es nice ist, weil die Abonnenten dazukommen, weil die Views gut sind, bla bla bla. Dann ist natürlich auch noch smart, die CPM zu steigern. Also ich glaube, es ist irgendwie so auf YouTube, dass wenn man mehr hochlädt, dann wird die CPM besser, also das Money, was man bekommt pro 1000 Views. Und ich glaube, wenn wir jetzt schon loslegen, dann ist die CPM schon gut vorbereitet für den Dezember und im Dezember wird es dann noch krasser, wisst ihr, wie ich meine? So ist so der Gedanke. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, das ist halt aktuell so, dass wir übelst viel Content von den Streams, die wir aber zu YouTube-Videos machen könnten, hops gehen lassen. Also zum Beispiel sagen wir mal aus Dark Souls. Aus Dark Souls kam ein Video. Da könnten wir easy, also Real Talk, aus Dark Souls hätte man locker 2 Videos mehr machen können. Oder? Also jetzt mal Real Talk, aus Domo wären 2 Videos mehr gegangen. Aus Domo? Aus Dark Souls meine ich. Und der Plan ist quasi auf Long Term, Freunde, dass wir auf dem Main Channel ein Lifestyle-Video pro Woche haben, sowas wie ein Pack-Opening, sowas wie ein Paket-Opening. Übrigens machen wir am Samstag eins, also on-stream und dann irgendwann nächste Woche kommt das auf YouTube. Und es soll ein Gameplay-Video kommen, okay? Also sowas wie Dark Souls. Heute kam ein Unreal-Video online, alright? Ich habe mich heute sogar mal... ich habe heute sogar was gemacht für YouTube. Ich habe heute das Thumbnail designt, alright? Ich habe so einen kleinen neuen Thumbnail-Style ausprobiert. Ich weiß nicht ganz, wie ihr das findet. Also manche Leute meinten, dass dieses Ha-Ha-Ha da oben halt ein bisschen cringe ist. Aber das war ja, also das ist jetzt nicht so, dass da jedes Mal Ha-Ha-Ha steht, Freunde, oder? Falls ihr das irgendwie dachtet. Also das ist halt einfach nur, da stehen halt so Sachen, die wir halt sagen in dem Moment. Ich habe halt in dem Moment gelacht, wo ich dieses Screenshot gemacht habe. Alright? Ja, ich habe das so ein bisschen von meinem Lieblingsstreamer, von Tim the Tatman, die machen das halt auch in Amerika so, dass die halt ihre Köpfe größer als die Facecam editieren. Ich finde das eigentlich ziemlich dope und deswegen wollte ich das auch mal ausprobieren. Also, das wäre dann der Style für die Gameplay-Videos. Und, die anderen Sachen würden, denke ich, so bleiben. Also, das Reddit-Ding würde so bleiben, Seller-Stream würde so bleiben, sowas, Reaktion auf würde so bleiben, Fanpost würde so bleiben. Halt, nur die Gameplay-Videos wären dann so. Ich weiß nicht ganz. Ich feiere es, to be honest, nicht so. I don't know. Ich find's dope. Ich mag's so. Ich bin mit der Hälfte, bin ich extrem zufrieden. An der Seite kann man noch arbeiten, finde ich. Der Photoshop-Ausschneide-Boss. Ja, das Ding ist, Bro, ich gebe mir bei so Thumbnails immer nie Mühe, weil, schau mal, das Größte, was man hat, größer als das hat man es nicht, okay? Und da muss ich mir keine Mühe geben mit dem Ausschneiden. Ich meine, da erkennt man keinen Fehler. Aber ich hab's halt auf Twitter gepostet und da kann man es halt schön groß machen und da sieht man halt, wer ist er, Junge? Wer ist er, Bruder? Holy shit, der Photoshop-Ausschneide-Boss, Bruder. Freunde, übrigens, ein kleines Update zu meiner Modemarke. Das erste Stück ist fertig wahrscheinlich. Also, ich muss es nur noch sticken lassen und sowas wie Stoffe aussuchen und so. Aber ich habe das erste fertig designt. Der Name ist fertig, das erste ist fertig. Das Logo ist auch fertig. Ich zeig's euch nicht, ne, keine Sorge. Aber ja. Freunde, ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr denkt. Also, ich hatte überlegt für meine erste Kollektion
quasi diese vier Sachen rauszubringen. Okay, sagt mir mal, was ihr denkt. Also ich hatte überlegt, einmal einen Hoodie rauszubringen, also quasi, das ist langärmlich, so, mit Kapuze, halt ein normaler Hoodie, okay. Dann hatte ich überlegt, einen Sweater rauszubringen, also quasi einen Pullover ohne Kapuze. Oder was male ich hier gerade? Ja, ich designe übrigens Klamotten. Und dann hatte ich überlegt, zwei T-Shirts rauszubringen. Denkt ihr, das ist nice so? Wer ist er, Bro? Ja, ist perfekt. Feier ich? Okay. Ja, schauen wir mal. Ist das der Fit? Ja, das ist der Fit, Bruder. Hier hat man einfach so unter der Schulter hat man einfach so mehr Platz. Für alle Leute, die, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Achselhaare auf der linken Seite haben. Alright, die haben dann halt hier so eine Aussparung für die Achselhaare hier so. Würde ich genau so kaufen. Oh mein Gott. Ja, also das ist der Plan. Also quasi ein Hoodie, ein... Ach du Scheiße. Cindy und ihre Schwester haben Weihnachtsdeko gekauft. Cool. Wer ist er, Alter? Der alte Motherfucker. Wie cool, oder? Todescool. Ich hab so coole Sachen. Ich kann's gar nicht abwarten, dass du die alle platzierst. Please close the door, woman. Bruder, ich bin gar nicht in diesem Deko-Game drin, ne? Ich schwöre. Hätte ich Cindy nicht, meine Wohnung wäre einfach immer noch leer. Ich hätte eine Couch und Fernseher und der Rest wäre leer. Bruder, hier im Hintergrund würde nur dieser Schrank stehen. Und die Displays und das, was meine Zuschauer mir zuschicken. Also es wäre hier leer. Es wäre einfach leer. Liegt daran, dass du ein Mann bist. Vermutlich, Bruder. Random, danke für die 10 Euro, Bro. Hier meine Bewerbung als Cutter. Pock you. Joink. Oh, ich hab Scheiße im Mundwinkel. Die Firma meiner Wildheit, die ist am nice in the room. Herrlich, Bruder. Herrlich. Ich sag mal so, Bewerbung abgelehnt. Venom, danke für die 10 Euro, Bro. Wird es in deiner Kollektion auch Größen geben für große Dudes? Ich bin mir noch nicht zu 100% sicher, Freunde. Also ich denke, XXL wird vielleicht das Größte sein, aber ich kenne mich nicht aus. Also wenn sich das nicht lohnt für mich, dann würde ich auch XXL nicht machen. Also ich sag mal XL safe. Also wir reden hier von... Brauchen wir S? Ist S ein Ding? I don't know. Okay, wenn wir S brauchen... Okay, dann gibt es S, M, L, XL. Die safe. Okay, die safe. Ich hatte aber schon jetzt mehrmals im Chat gehört, dass Leute XXL feiern würden. Also ich sag mal, es steht gut um XXL, Freunde, aber ich will's nicht versprechen. Also ich habe übrigens das erste Teil, habe ich Rätsmann geschickt, okay. Es ist halt ein sehr, sehr, ich find's, also ich weiß nicht, wie es euch geht, Freunde, aber ich bin so jemand, ich mag Sachen, die sehr simpel sind, aber irgendwie trotzdem nice. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist so, egal, jetzt nicht nur bei Klamotten, aber bei allem eigentlich. Ich mag Sachen, die sehr minimalistisch, aber trotzdem 10 aus 10 sind. Das ist so mein Favorite eigentlich, so von allem. Und ich habe es Rätsmann geschickt und Dominik meinte zu mir, ich habe ihm ein Video gemacht, also hier. Ich zeig's euch jetzt nicht, aber er hat geschrieben, low-key geil, würde ich mir anziehen. Und dann hat er geschrieben, wie findest du die Idee, dass jeder Mod 50% Discount auf ein Piece bekommt? So als Dankeschön. Oh Mann, ey. Also er findet es wirklich nice. Ich habe bei Amazon ein paar Sachen bestellt, was ich vorhin meinte, für die Klamottenmarke. Und das ist das erste, was angekommen ist. Ich habe so Testpullover quasi bestellt, die ich besticken kann, damit ich das so testen kann, wie das aussehen würde. Oder der sieht ja hart below aus. Der hat irgendwie 10 Euro gekostet. Bruder, ist eine L. Wer ist er, Junge? Bruder, kranker Fit, Alter. Neue Peso-Kollektion. Moin. Ich habe extra Oversized-Hoodies eingegeben. What the fuck, Junge? Kapuze ist einfach für... Die ist riesig, Bruder. Die Kapuze ist groß. Aber der Rest, Junge, holy shit. Irgendwas ist da ein bisschen komisch. Wenn das die Größen sind, bitte XXXL. Ne, das sind nicht die Größen. Ich habe euch ja schon mal von Roland erzählt. Das ist halt ein guter Homie, der halt so Klamotten-Stuff macht. Okay, und er hat geschrieben, OMG, sagt doch Bescheid, anstatt so einen Crap zu bestellen. Richtig tilt, Bruder.
Also nimmst du Rohlinge für die Klamotten? Wenn ja, dann hol die gescheitere. Wenn man helfen kann, sag Bescheid. Nein, 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 Bruder. Das ist einfach nur... Das ist jetzt nicht, dass ich das nehme und dann euch verkaufe, Freunde. Keine Sorge. Keine Sorge, Bruder. Das ist es nicht, Freunde. Ich lasse es selber produzieren, aber... Damn, son, where'd you find this? Das Ding ist halt, ich bin nicht so der, der das jetzt aufmalt und sich dann im Kopf vorstellen kann, wie es ist und dann direkt das zum Produzenten geben möchte. Sondern ich muss es erst, glaube ich, einmal in der Hand halten, so. Ich kann mir Sachen eigentlich ganz gut vorstellen, aber ich muss es erst einmal in der Hand gehabt haben, no homo. Und ich möchte halt, also Cinnys Mama, die gerade hier war, die kann halt, die ist Schneiderin vom Beruf. Also macht sie jetzt nicht mehr, aber war sie, also sie ist eine gelernte Schneiderin. Und die steckt mir dann so ein paar Sachen quasi da drauf, so testweise, dass ich so einen Überblick bekomme, wie es aussieht. Weißt du, wie ich meine? Ziemlich nice. Ja, genau, das Philipp Plein Logo dann, ja. Ja, ja, wir drucken einfach groß, einfach 187 hier drauf. Also so 187. Weißt du, ich meine? So habe ich mir das vorgestellt. Not